Und nach diesem organisatorischen Auftakt möchte ich das erste Wort heute eigentlich einem Automaten überlassen, dem ich nur die Stimme gebe. Brühwarme Melancholie in den Gremien, dieser bleierne Haarausfall vor der Pleite und diese zweideutigen Zahlungsbefehle, das kann man. Trotzdem bedauern wir einfach zu viel. Unterwegs zur Belohnung würgende Tränen, Lügen, unter Tränen sparen. Tagebücher, meine Partnerin ist wieder so neurotisch. Im Klinikum Ausweichmanöver. Der durstige Gummibaum rächt sich, so wie die Vernunft. An Weihnachten schwimmen wir erst recht. Überstunden, Abfall. Drohende Mirakel. Anscheinend reicht es uns. Dieses Gedicht hat heute der Landsberger Poesieautomat im Literaturmuseum der Moderne auf Knopfdruck für Besucherinnen gedichtet. Der Automat ist Auftaktobjekt der Ausstellung ... Und diese Ausstellung richtet den Blick auf die kleinen und kleinsten Zeichen, die sich in einem Literaturarchiv finden, auf die Buchstaben und Zahlen, die Striche und Linien, die Bögen und Kreise, auf die Quellcodes des Literaturarchivs und darauf, was man aus diesen Quellcodes machen kann oder was aus ihnen wird. Der Poesieautomat ist ein Objekt, das verschiedene dieser Quellzeichen und Codes repräsentiert. Von Hans Magnus Enzensberger in den 1970er Jahren auf dem Papier und dann in Form eines Holzmodells erdacht, wurde der Automat 2001 für das Landsberger Lyrikfestival verwirklicht und seit 2006 produziert er als Leihgabe der Sammlung Wirt Künzelsau im Literaturmuseum der Moderne auf Knopfdruck Gedichte wie dieses. Und hinter diesem Automaten, der Buchstaben und Wörter, Verse auf die Flughafenanzeigetafel bringt, stecken ein begrenztes Lexikon, Grammatikregeln und ein Algorithmus, der aus diesem Lexikon zufällig Versatzstücke auswählt, die er nach den Grammatikregeln dann zu immer neuen Gedichten zusammenbaut. Der Automat dichtet also nicht nur, er rechnet auch irgendwie. Er präsentiert uns natürliche Sprache, Sprache der Poesie, die aber von einer dahinterliegenden Computersprache erdacht ist. Und der Automat, der macht etwas mit uns. Er löst eine ganze Reihe von Fragen aus, unter anderem die danach, was eigentlich passiert, wenn eine Maschine mittels Computercode natürliche Sprache in ein vom Literaturbetrieb gerahmtes Zeichensystem überführt. Und über diese Frage und weitere Fragen diskutiert heute der Literaturwissenschaftler Peer Trilke mit dem Autor Hannes Bajor, die ich beide ganz herzlich willkommen heiße. Peer Trilke ist Professor für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Leiter des dort auch angesiedelten Theodor-Fontane-Archivs und er befasst sich mit digitaler Literaturwissenschaft. Um hier nur ein Projekt herauszugreifen, er ist Mitherausgeber von Drakor, einer webbasierten Plattform zur Dramenforschung, die hunderte Dramen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellt im Volltext und aber auch Werkzeuge zur Analyse dieser Dramen anbietet. Und digitale Textanalysen führt Peer Trilke selbst auch durch, unter anderem in Hackathons. Und einen solchen Hackathon, einen virtuellen Marbacher Poesie-Hackathon, hat Peer Trilke im vergangenen Jahr gemeinsam mit Heike Querreis zu Hölderlin, Schiller, Mörike und Celan konzipiert und durchgeführt. Und da haben wir in einem eintägigen Labor danach gefragt, was eigentlich Poesie ist, wenn sie als eine Ansammlung von Daten betrachtet, bearbeitet und analysiert wird. Auch Hannes Bajor war im Juni 2021 mit dabei und wir haben diesen Hackathon ausklingen lassen mit einem Gespräch zwischen Peer Trilke, Hannes Bajor und Heike Querreis, in dem sie sich über Poesie und künstliche Intelligenz ausgetauscht haben. Und wir freuen uns sehr, dass sich uns heute noch einmal die Gelegenheit bietet, ein Gespräch zwischen Peer Trilke und Hannes Bajor über das Prozessieren von Zeichen zu lauschen. Wir freuen uns, dass Sie beide da sind und wir überlassen Ihnen das virtuelle Gesprächspodium. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die großartige Möglichkeit, sich hier sozusagen das Gespräch fortzusetzen, zu vertiefen
und auszuweiten. Zeichen prozessieren heißt diese Veranstaltung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das ist selbst so eine wunderbare Kippfigur, dieser Titel, weil man natürlich zuerst da so gewissermaßen mit einem Ausrufezeichen denkt, Zeichen prozessieren. Das ist ein Befehl, der sich dann richtet an irgendeinen Akteur. Also ein Computer prozessiert Zeichen. Ich glaube, in einem der Texte von Hannes habe ich auch gelesen, er habe mit einem Python-Skript bestimmte Ausgangsmaterialien prozessiert. So verwenden wir das immer. Also das ist sozusagen das kalkulierende Moment, das computationelle Moment dieser Wendung Zeichen prozessieren, wo die Zeichen ein Objekt sind, das man prozessiert. Mir allerdings geht es so, immer wenn ich diese Titelformulierung gesehen habe, zuletzt kippte sie irgendwann und die Zeichen wurden zum Akteur, zum Agens, zum Subjekt. Und auf einmal sah ich eine Prozession vor mir, nämlich Zeichen, die prozessieren, was eine ganz sozusagen altehrwürdig da oder ehrwürdig zumindest daherschreitende und dahinschreitende Zeichen. Und wie das bei Zeichen so ist, und bei Prozessionen vielleicht auch, irgendwann tanzen Zeichen aus der Reihe und alles geht durcheinander. Und damit hat man so das eine Moment in diesem, die Zeichen als Objekt, irgendwie das strenge Rationalitätskalkül und auf der anderen Seite die Zeichen als Subjekt, die dann irgendwann anfangen zu tanzen oder ein Eigenleben zu entfalten, wo man dann irgendwie auf einer ästhetischen Seite ist. Insofern fällt für mich in dieser schönen Formel irgendwie, die so ganz, dann fällt irgendwas zusammen, das zugleich irgendwas auseinanderklaffen lässt und damit etwas ausmisst, was tatsächlich die Arbeit von Hannes Bajor sehr gut umreißt, also zumindest die Grenzen und die Pole markiert, zwischen denen du, Hannes, dich bewegst. Denn du bist ja auch, das muss man vielleicht auch noch, oder sollte man auf jeden Fall sagen, nicht nur digitaler Poet oder digitaler Literat oder Künstler, sondern eben auch professioneller Wissenschaftler, Medienwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Philosoph. Das weiß man nicht so ganz genau oder kann man nicht so ganz genau sagen, im besten Fall alles. Und hast dich unter anderem ganz intensiv mit politischer Theorie, Anthropologie, aber eben auch mit Poetik und sozusagen Medientheorie beschäftigt. Ich sage dann doch und lege allen hier Anwesenden auch zu Herzen deine Arbeiten zu Hans Blumenberg, den man immer wieder mit dir auch sehr, sehr neu und sehr aktuell entdeckt, auch gerade im Kontext der Frage, wie wir mit den digitalen Techniken und Technologien umgehen. Nebenbei hast du Arbeiten zu Hannah Arendt veröffentlicht und klar übersetzt und publiziert zu ihr. Also das ist schon ganz wichtig, auch glaube ich, für das nachfolgende Gespräch, dich in dieser Doppelrolle, nämlich auf der einen Seite Medienwissenschaftler, Philosoph und auf der anderen Seite eben Literaturverarbeiter, vielleicht könnte man das so nennen, zu verstehen. Literatur verarbeitend hast du, glaube ich, so ungefähr Mitte der 2000er Jahre angefangen, erste Texte publiziert. Eine wesentliche Zusammenfassung deiner dann textverarbeitenden Arbeiten ist bei Suhrkamp erschienen. Ich halte das mal in die Kamera, Halbzeug, Textverarbeitung, letztes Jahr auch auf Englisch erschienen. Darüber hinaus gibt es in dem Textkollektiv mit Gregor Weichbrot 0x0a, man kann es sprechen, aber eigentlich nicht. Ganz viele Book-of-Demand-Produktionen. Ich habe hier mal den Band von Ann Cotton oder Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein ganz tolles Projekt zu Book-of-Demand hast du im Übrigen auch publiziert. Und zwar kann man da ganz viel lesen. Das habe ich jetzt mal ausgedruckt. Das ist auch das Tolle an PDFs, man kann es ausdrucken. Das ist das Cover des neuesten Bandes. Eine Sammlung deiner Essays, Texte zur Literatur im Digitalen schreiben lassen, kann ich nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr kondensiertes und in den Fluchtlinien sehr spannend nachzuvollziehendes Kompendium sozusagen der Arbeiten der letzten Jahre. Also großartig aufgestellt in diesen verschiedenen Polen zwischen Kalkül und Tanz. Lass uns ein bisschen drüber sprechen. Und wir haben in einem deiner letzten Texte oder in einem
aus denen du auch lesen wirst. In einem der Paratexte dazu hast du geschrieben, Text kann man schreiben oder schreiben lassen. Ich habe mich auf Letzteres verlegt. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns unterhalten können. Und wir haben überlegt, dass du tatsächlich erstmal mit dem Lesen von schreiben gelassenen Texten dann anfängst. Gut, ja, vielen Dank und danke für diese Einführung. Das ist ja, ja, man wird ja rot dabei. Ich mache es immer so bei Lesungen, dass ich was zeige. Also ich werde jetzt meinen Bildschirm hier freigehen lassen. Wenn man erstmal nichts sieht, ist das korrekt. Das sollte einfach nur schwarz sein. Ja, gut. Und wir hatten ausgemacht, dass es zwei Leseabschnitte gibt und dazwischen unterhalten wir uns immer. Und bei beiden geht es um Digitalliteratur, aber um zwei Weisen. Und zwar nenne ich das in dem Buch auch und schreiben lassen, das sequenzielle und das konnektionistische Schreiben. Oder man kann auch einfacher sagen, Digitalliteratur, die Algorithmen, klassische Algorithmen verwendet und solche, die künstliche Intelligenz in Form neuronaler Netze benutzt. Und für die klassischen Algorithmen, auch das kann man vielleicht jetzt schon sagen, wir können auch nachher noch genau darüber reden. Im Grunde funktioniert es immer so, es gibt einen Input. In den meisten Fällen ist das ein bereits vorhandener Text oder Zeichen, die dann durch eine Regel oder einen Algorithmus verarbeitet oder eben prozessiert werden. Insofern passt der Titel der Veranstaltung auch wunderbar. Dieser Output wird von mir dann entweder direkt übernommen oder noch weiter bearbeitet. Also Input, Prozessieren nach einer Regel, Output. So kann man dann dieses Schreiben beschreiben. Und das nenne ich sequenziell, weil die Regel oder der Algorithmus schrittweise funktioniert und man diese Schritte eigentlich immer nachvollziehen kann oder prinzipiell nachvollziehen kann. Das ist dann insofern wichtig, als das bei neuronalen Netzen nicht mehr so ohne weiteres der Fall ist. Hier jetzt ein Beispiel. Es stammt aus dem Gedichtband Halbzeug, den Peer auch schon in die Kamera gehalten hat, der 2018 erschienen ist. Und hier verwende ich einen Algorithmus der Computerlinguistik, das N-Gramm. N-Gramme sind die N häufigsten aufeinanderfolgenden Elemente in einem Text oder in einem Textkorpus. Das häufigste Dreigramm aus den Grimmschen Märchen ist Es war einmal, also Es war einmal kommt häufiger vor in dieser Reihenfolge und in dieser Verkettung. Und für das Gedicht Es trug sich zu, habe ich die 4 Gramme aus den Grimmschen Märchen genommen und die mindestens 8-mal vorkommen und die dann in der Reihenfolge ihre Häufigkeit ausgeben lassen. Und was man jetzt auf dem Bildschirm sieht, ist immer der Titel und die Regel. Man könnte sagen, so der abstrakte Algorithmus dessen, was passiert ist. Das steht bei den Texten immer am unteren, also nach den Texten im Band. Und ich lese jetzt, es trug sich zu. Es war einmal ein, in die Höhe und, in den Wald und, es trug sich zu. Hinaus in den Wald, trug sich zu, das in den Wald hinein. Und fing an zu, sich auf den Weg, fing an zu weinen und es dauerte nicht lange, so kam, bei der Hand und, so will ich dir, dauerte nicht lange so, in die Hand und, um den Hals und, es sich zu, das. Es war einmal eine, ging in den Wald, sprach er, ich will, trug es sich zu, und sprach, ich will, und sprach zu dem, und sprach zu ihm. Als er fertig war, an der Hand, und da sprach der König, das Wasser des Lebens. Der König und die, hin und her und in einen großen Wald. Sich zu, dass er, sprach er zu ihm, als er ein Weilchen, am anderen Morgen als, an den Tisch und, auf den Kopf und, auf den Weg und, aus der Hand und, der Hand und führte er in den Wald. In der Hand und in die weite Welt, in ein Seidentuch, in ihre Kammer und machte sich auf den. Mein Mutter, der mich aß, mein Vater, der mich, Mutter, sorry, mein Mutter, der mich, mein Vater, der mich, Mutter, der mich schlacht, Vater, der mich aß, wenn es mir nur gruselte. Ja, bei dem Verleser habe ich jetzt ein bisschen bin ich ein bisschen rausgekommen. Aber im Grunde ist das so. Also die Regel
ist der Textgenerator für das Werk, was am Ende dabei rauskommt. Ich arbeite jetzt nicht nur auf Deutsch, das ist der Vorteil digitaler Methoden, dass sie nämlich an keine Sprache gebunden sind oder wenn dann eben an eine dominante Sprache, an das Englische. Insofern arbeite ich auch oft auf Englisch und habe mich da dann natürlicherweise öfter immer mal mit Übersetzungen beschäftigt. Ich habe selbst digitale Literatur aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, zum Beispiel Nick Montfits Megawatt oder letztes Jahr erschien Lillian Yvonne Bertrams Travesty Generator. Das ist insofern interessant, als man natürlich immer gucken muss, ob man auf Code-Ebene übersetzt oder ob man auf der Output-Ebene übersetzt. Aber eben auch Texte gemacht, die Übersetzungen direkt ansprechen. Und einer davon heißt auch so, The Translation. Der ist zusammen mit Gregor Weichbrot entstanden. Wir bilden das Textkollektiv 0x0a. Und auch The Translation läuft nach einer Regel ab. Wir haben 7 Übersetzungen von Kafkas Verwandlung ins Englische genommen. Alle heißen dann The Metamorphosis normalerweise auf Englisch. Und die haben wir durch ein Programm gejagt, das wir wieder in Python geschrieben haben. Das Programm hat dann Verben, Adjektive und Nomina durch ihre Synonyme ersetzt. Und es ist dann nicht nur interessant zu sehen, wie sich der Ton von Kafka verändert, während ja im Grunde die Sache dieselbe bleibt, wenn man quasi an der paradigmatischen Achse herumfuhrwerkt. Wir haben damit auch praktisch die bestehenden Übersetzungen Kafkas ins Englische verdoppelt. Und zwar seitwärts, kann man sagen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich den Text jetzt auf Englisch vorlese. Damit Sie besser folgen können, habe ich die betreffenden Abschnitte, die ersten 2 Absätze auf Deutsch hier angezeigt. Und ich werde mich auf 3 Abschnitte aus The Translation beschränken. Der erste heißt The Mutation, translated from the English of David Wiley. One morn, when Gregor Samsa woke up from troubled dreamings, he happened himself mutated in his birth into an atrocious varmint. He rested on his plate-like dorsum, and if he raised his caput a bit, he could understand his brownish abdomen, slightly domed and split by archways into starchy sectors. The bedclothes were hardly capable to spread over it and appeared quick to skid off any minute. His many branches, pitifully lean likened to the sizing of the remainder of him, beckoned about helplessly as he beheld. What's transpired to me, he supposed. It wasn't a dreaming. His chamber, a right human chamber, although a bit too little, rested peacefully between his 4 conversant barriers. An aggregation of fabric trials rested spreading out on the tabular array. Zamza was a roving salesman, and above it there dangled an image that he had recently reduced out of an illustrated mag and put up in a decent gilded structure. It expressed a dame suited with a pelt chapeau and pelt feather boa, who sat up downright, lifting a fleshy pelt fumble that spread over the unit of a lower branch towards the spectator. The Alteration, translated from the English of Ian Johnston. One forenoon, as Gregor Samsa was awakening astir from anxious aspirations, he detached that in cradle he had altered into a scandalous, verminous glitch. He was placed on his defense hard stern and realized, as he boosted his brain up a fiddling, his dark brown, condescending stomach separated up into stiff bow-like segments. From this acme, the cover, just about ready to slough off entirely, could hardly remain in topographic point. His numerous pegs, pitifully sparse in comparing to the residual of his perimeter, flitted helplessly before his oculi. What's ensued to me, he conceived. It constituted no aspiration. His scope, a proper scope for a mortal, only somewhat too modest, placed quietly between the 4 eminent ramparts. Above the mesa on which an unpacked assemblage of specimen material was distributed, Samsa was an itinerant marketer, hung the likeness which he had extracted out of a demonstrated cartridge, a fiddling while agone, and fixed in a sweet gilded scaffold. It was a likeness of an adult female with a hair cap and a hair boa. She modeled rigid there, getting up astern the guidance of the watcher, a hearty hair botch
into which her total forearm vanished. Und schließlich, the translation, translated from the English of Richard Stokes. When Gregor Samsa came alive one aurora from panicky reveries, he discovered himself converted in his bedstead into an immoral louse. He was lounging on his back, breakingly shell-like behind, and when he moved up his top dog and niggling, he could visualize his arena-shaped brunette organic structure, rung with reinforcing arcs, on upside of which the quilt, ready to skate right off, conserved its precarious clasp. His abundant members, pitifully squeaky in intercourse to the residuum of his volume, boogied ineffectually before his eagle eyes. What has befallen me, he imagined. It subsisted not a reverie. His vastness, a normal, though rather too trifling human vastness, reposed tranquilly between the four acquainted fortifications. Above the lectern on which an appeal of rag mock-ups had been undid and positioned out, Samsa was a peripatetic administrator, swung the scene that he had recently slashed out of a slick, and climbed in a handsome gilt physique. It established Epirus in a height trilby and boa, desk-bound, orthodox, and propelling out to the attestant a cloggy hide muff into which her intact antibrachium evaporated. Das also zwei Beispiele dieses sequentiellen Schreibens. Die Regel ist in beiden Fällen transparent. Im Buch habe ich sie jeweils ans Ende der Seite geschrieben. Zwar immer nicht als Algorithmus, aber eben als Prinzip oder Konzept hinter dem Text, in dem dann natürlich auch immer noch eingegriffen werden kann, aber im Grunde so ist das, funktioniert das. Ich halte hier mal an und dann können wir uns einfach vielleicht ein bisschen darüber unterhalten und nachher mache ich die zweite Runde. Ja, vielen Dank. Du hast ja genau, also im Grunde das Prinzip dieser Generierung, das ja auch im Grunde eine schöne Brücke schlägt zum Poesieautomaten in gewisser Weise, schon dargelegt. Lass uns nochmal vielleicht am Anfang einmal darüber reden, was da entsteht und was ja jetzt irgendwie in so einem auch nochmal irgendwie performativen Akt der Dichterlesung, wenn man so will, zu Gehör gekommen ist. Du hast solche Sachen mal, also im Titel des Surkamp-Bandes ja auch Halbzeug genannt. Unwerk ist auch so ein Begriff, den du verwendest in deinen Essays. Das sind ja alles so gewisse Distanzierungen Distanzierung von eben etablierten Konzepten wie zum Beispiel dem Werk. Was steht dahinter, dass du offenbar ja auch auf der Suche bist, in deinen Essays also Begriffe zu finden für das, was da entsteht? Also der Begriff des Halbzeuges ist eigentlich eher eine Form von Poetik, die, glaube ich, hinter diesen Texten steht, nämlich, dass man Text verarbeitet. Also dass man vorhandenen Text nimmt und ihn eben nach einer Regel verarbeitet. Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man digital Text produzieren kann. Es gibt ja sowas wie Natural Language Generation, wo es zwar sozusagen ein Vokabular gibt, aber nicht unbedingt ein Ausgangstext, der dann verarbeitet wird, sondern es wird immer synthetisch, werden Sätze generiert. Das könnte man auch machen und ich würde sagen, der Poesieautomat von Enzensberger macht genau das. Also in die Richtung gehe ich selten. Was mich dann interessiert, ist tatsächlich irgendwas zu nehmen, was schon da ist und zu gucken, was man damit anstellen kann. Genau, und da ist dann das Halbzeug, die Metapher für, den Begriff habe ich von Blumenberg geklaut, der wiederum hat ihn aus der Industrieproduktion. Das Halbzeug ist etwas, was nicht mal Rohstoff ist, aber auch noch nicht Endprodukt, sondern etwas, was sich immer weiter oder weiterverarbeiten lässt. Und das ist genau im Grunde die Poetik dieser Form von Literatur, dass man dann nämlich vorhandenen Text als Halbzeug für zukünftigen verwendet und dass im Grunde diese Halbzeugrotation nicht unbedingt an ein Ende kommen muss. Also auch das, was bei einem Halbzeugbuch erschienen ist, kann selbst wieder Ausgangspunkt dafür werden. Mhm. Also tatsächlich so eine Vorstellung, genau, das ja letztlich auch des Unfertigen irgendwie. Ne? Also das da sind wir dann wirklich im Prozessieren, weil das Prozessieren im Zweifel kein Ende nimmt, sondern immer wieder ein Produkt am Ausgangspunkt für weitere Prozessionsketten oder Prozessierungsketten.
Ketten, das ist die andere Dimension, werden kann. Nun ist es nicht ganz beliebig, was da prozessiert wird. Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich so, da kommt man an die Anfänge auch dieses oder an die Optionen, Szenarien dieses sequentiellen Paradigmas. Das eine irgendwie, ich habe sozusagen ein regelbasiertes Sprachmodell, wie das Enzensberger hat, eine grammatische Struktur und ein Lexikon irgendwie, und daraus wird was generiert. Und das andere ist eben, ich habe Sprache, die da ist, bestimmte sprachliche Artefakte, die dann irgendwie transformiert und prozessiert werden. Das eine ist, glaube ich, dann tatsächlich dieses Korpus erstellen. Ne? Also das ist, du hast zu sehr unterschiedlichen, jetzt haben wir irgendwas gehört, wo du Literatur nimmst, Grimms Märchen oder eben Kafkas Text. In anderen Fällen arbeitet ihr, glaube ich, liebe Hoffnung, die mit webgescrapten Corpora gearbeitet. Da fängt das Konzept an, oder? Also bei der Korpuswahl. Ja, obwohl das dann natürlich auch immer nicht ganz klar ist. Also es gibt ja viele Corpora, die man dann eben überhaupt nicht benutzt, weil einem entweder nichts einfällt, was man damit tun kann, oder weil das Konzept, das man irgendwie im Sinn hatte, sich damit nicht umsetzen lässt. Aber im Prinzip ja, also es gibt einen großen, man könnte sagen, ein großes Pre-Processing, das verschiedene Formen annimmt. Also entweder die Wahl des Textes, mit dem man arbeitet, aber auch sowas wie die grundsätzliche Idee vielleicht, die man umsetzen möchte. Insofern, und das kommt ja bei solchen Diskussionen dann immer ganz schnell, also die Frage, welche Rolle eigentlich der Computer dabei spielt und ob er eine aktive Rolle spielt oder nicht, zumindest aus dieser Warte her ist die relativ klein, weil natürlich all das, was vorher geschieht, also die ganze Operationskette, die erstmal aufgebaut werden muss, natürlich sehr, sehr auf AutorInnenseite liegt. Und sammelst du, muss man sich das so vorstellen, dass das ist einfach ein Korpussammler oder Textsammler ist, also dass du dich durch die Welt bewegst und dann permanent Text ansammelst irgendwie. Oder? Weil, ja, nicht mehr, also nicht habituell, aber wenn man was findet, was irgendwie interessant sein könnte, also ich habe zum Beispiel, damit war ich dann am Ende nicht mehr ganz so zufrieden, aber ich habe, was eben immer ganz gut geht, sind so Scraping-Prozesse. Zum Beispiel die Webseite lyricline.org hat ganz viele deutschsprachige und andere Gedichte, die habe ich mal runtergeladen und zu schauen, was man damit machen kann. Die habe ich dann auch in GPT-2 eingespeist. Da können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Und ich weiß nicht, also meistens ist es schon so, dass irgendwie eine Idee da sein muss, was man damit überhaupt anstellen kann. Ich glaube, ich habe noch nie einfach so auf Halde wirklich Corpora angelegt oder gescrapt. Und jetzt haben wir diese Corpora und Texte, die einem begegnen und so weiter. Also einige scheinen ja auch tatsächlich aus eher so einem politisch-dokumentarischen Impuls herausgesammelt zu werden. Das ist das eben bei diesem Pegida-Korpus, die Facebook-Beiträge der frühen Pegida-Bewegung oder der Pegida-Bewegung 2014, 2015, wo ihr auch davon sprecht, dass es erstmal ein dokumentarischer Impuls ist, dass die löschen sich sonst sehr schnell, weil die selbst erstmal aufräumen und merken, wie radikal sie waren und so oder sind. Aber wir haben diese Corpora und dann kommen Regeln ins Spiel. Wo kommen diese Regeln her? Du merkst, ich versuche nach der Kreativität in dem Ganzen, im Uncreative Writing. Wo kommen diese Regeln her? Ja, also wenn du Uncreative Writing sagst, dann ist das natürlich eine Linie, die man oder die auch ich gerne da reinbringe. Also im Grunde ist das eine Art, ja, auch eine Poetik, die was mit dem Status des Endtextes zu tun hat. Also die Idee ist dann, dass man den Text, der dabei hinten rauskommt, vielleicht nicht mehr auf genau dieselbe Weise liest, wie man einen anderen Text liest, den man jetzt mal in einem Buch findet. Also ein Gedicht klassischerweise braucht weiter nichts, um gelesen zu werden. Natürlich hilft es immer, etwas zu wissen über die Person, die es geschrieben hat und die Umstände und so weiter. Aber eigentlich in unserem Verständnis von Literatur sollte es einigermaßen in sich geschlossen sein. Und bei dem konzeptuellen Schreiben oder an Creative Writing gibt es eben dieses Wissen um das Konzept, das den Output hervorgebracht hat, ist wesentlich, um diesen Output zu verstehen. Und
da sind dann die Regeln im Grunde nur eine Form, ein Konzept zu formulieren. Wenn du jetzt Kreativität sagst, ja, ich mag den Begriff nicht so sehr, weil er eigentlich auch eine bestimmte, sagen wir mal, Autorschaftsmetaphysik mit sich bringt, dieses Uncreative ist ja als Provokation insofern gedacht, als so ein genuiner Schöpfungsakt, der in diesem ersten Form von Texten vorliegt, also in irgendeinem Gedicht, dass man liegt, es wurde aus sich selbst geschöpft und so weiter, irgendwie ein bisschen in Frage stellt. Und eben alles das, was man nicht mehr erklären kann als kreativen Prozess, auf diese Regel abschiebt und damit irgendwie auch ein bisschen demystifiziert. Das ist zumindest, glaube ich, da die Idee dahinter. Natürlich müssen auch die Konzepte irgendwo herkommen, das ist klar. Das ist natürlich auch ein kreativer Akt in einer Weise, die man nicht so ohne weiteres abstreiten kann. Das weiß ich auch. Aber ich glaube schon, dass es da eine Distanzierungsposition oder Distanzierungsgeste gibt, die tendenziell vielleicht was Emanzipatorisches hat oder was Aufklärerisches. Also dass man die diese blöde Metapher des Maschinenraums, aber dass man irgendwie reinsieht, wie etwas hergestellt wird, zumindest auf einer Prozessebene, spielt da, glaube ich, schon eine große Rolle. Also hat was mit Transparenz zu tun. Wie wurde das gemacht? Zumindest sieht man das. Warum es gemacht wurde, gut, das ist dann immer die Frage. Dazu muss man dann eben groß wieder andere Paratexte produzieren, wie ja der zweite Band, also dem Schreiben lassen, im Grunde eine Art Kompliment ist zur Halbzeit. Du sprichst an einer Stelle in Schreiben lassen vom Esprit der Regel. Und das, also da habe ich mich gefragt, sowas passiert einem ja ständig, dass dann eben solche, diese metaphysischen Metaphern, Geistmetaphern, und Esprit ist das ja eben nicht ganz irgendwie, so, einem da reinrutschen in die Sprache, sondern die hocken irgendwie in der Sprache drin. Man kommt auch nicht so ganz raus. Oder ist das schon ein programmatischer Begriff? Ich meine Esprit tatsächlich eher sowas wie im Sinne von Witz, mhm. Ne? Also in der alten Bedeutung. Was ich damit meine, ist eigentlich, es gibt immer zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Distanzierung, die ja auch gewollt ist und die, sagen wir mal, etwas unterkühlte Form des Literaturproduzierens. Und die andere ist aber, dass man das eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt treiben kann. Es gibt sozusagen, und das war der Punkt, den ich da zu machen versucht habe, man muss es eben auch noch ausführen. Man kann nicht einfach nur die Regel konstruieren und sich darauf zurückziehen, weil man sich im Grunde nicht immer vorstellen kann, was dabei rauskommt. Und gerade das finde ich so faszinierend. Das Beispiel, der erste Text mit dem N-Gramm aus den Grimmschen Märchen, finde ich, funktioniert sehr, sehr viel besser als andere N-Gramm-Gedichte. Und das liegt einfach, woran das liegt? Das liegt vielleicht am Ausgangsmaterial, aber im Grunde kann man sich nicht genau vorstellen, was dann rauskommt. Man muss es schon noch tun. Und genau dieses Hin und Her zwischen einer Art von Kontrolle, die man hat über den Text, und dem sich überraschen lassen von der Regel, die angewandt wird, ist eigentlich das, was für mich da die Attraktivität ausmacht, zumindest aus meiner Seite, aus Seite des Schreibenden. Und was mir immer wieder passiert, ist, dass tatsächlich auch so Erkenntnisprozesse oder so eben doch ein bisschen ästhetisch geleitete Erkenntnisprozesse dann vonstatten gehen oder sowas oder sich ereignen, die ganz häufig sowas wie ein strukturelles Verständnis von Sprache mit einhergehen. Also so tickt Sprache, wenn ich sie sozusagen in Mustern, das ist ja ganz häufig so Musteridentifikation, was ihr da macht, wenn diese Muster dann aber nochmal präsentiert werden, inszeniert werden, da passiert irgendwas. Also man merkt irgendwie sowas, man schaut irgendwie in den Maschinenraum der Sprache, in dem ja niemand mehr sitzt, sondern so ist die Sprache, sozusagen, da sitzen wir alle drin. Das finde ich immer eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache. Nun ist es ja so, also Halbzeug ist bei Suhrkamp erschienen und so weiter. Also wenn du jetzt einen Text irgendwo bei Edit oder so, kommen wir ja gleich, einreichst, werden alle sagen, ja, Hannes Bajort kennen wir, der ist ein Autor, den drucken wir. Hast du am Anfang, als du mit solchen Sachen angefangen hast, musstest du
erklären, dass das Literatur ist und dass man das in irgendwelchen Zeitschriften bringen kann? Oder also gab es sozusagen irgendwie so ein, du sagst ja immer wieder, also machst auch darauf, weist auch darauf hin, irgendwie, dass etwas zur Literatur erklärt wird, dass das eine Geste ist. Und da gehen ja auch bestimmte Kontexte, Autoritätsgesten und sowas mit einher. Hast du da am Anfang ein besonderes Fremdeln erlebt? Ja, schon. Also ich habe ja mal auch andere Literatur gemacht vorher, vor ungefähr 15 Jahren oder so. Und da war das, also da war dann diese Hinwendung zu diesem anderen Schreiben vielleicht erklärungsbedürftig. Es ist ja nicht so, dass als gäbe es das nicht oder als hätte es das nicht gegeben. Es gibt natürlich eine lange Tradition von experimenteller Literatur, die genauso funktioniert, die Regeln verwendet, die ja schon in den 60er Jahren Computer verwendet. Insofern ist eigentlich, wäre dann meine Position immer, wenn man das mal rechtfertigen muss, dann muss man eigentlich Nachhilfe in Literaturgeschichte geben. Ja, also das ist eigentlich völlig klar, dass das natürlich Literatur sein kann, alles Mögliche kann Literatur sein. Aber gleichzeitig gibt es doch Trends. Und gerade in der Lyrik, in der deutschsprachigen Lyrik, so mal der letzten 10, 20 Jahre, gab es bis auf ein paar Ausnahmen relativ wenig so schon mal Sprach, ich will nicht sagen sprachexperimentell, es gibt schon viel Sprachexperimente, aber sowas wie eine, ja, Regelhaftigkeit oder überhaupt auch der Umgang mit Computern war relativ selten. Das war vielleicht dann immer immer der Widerstand, der dann manchmal gekommen ist. Oder dann auch der Widerstand, der sagt, naja gut, aber das ist doch im Grunde auch schon dasselbe wie früher. Warum machen wir das jetzt nochmal? Und da muss man dann wahrscheinlich immer ein bisschen mehr erklären. Mhm. Ich hoffe dann immer, dass man an den Texten irgendwie selbst sieht, dass es vielleicht einfach funktioniert. Also dass es auf, wenn man sich darauf einlässt, als Text auch funktioniert. Denn es gibt ja durchaus auch Sachen, die irgendwie nicht so überzeugend sind, finde ich. Dann lass uns mal so langsam, wir waren jetzt so Literatur zweiter Potenz, nennst du das, dieses sequentielle Paradigma. Also und nun ist, glaube ich, auch für das, was du in den letzten Jahren gemacht hast, interessant, dass es eben in diese Phase fällt, in der die Arbeit mit maschinellem Lernen, Deep Learning, überhaupt irgendwie das komputationelle Verhältnis zu Sprache sich krass wendet durch das Aufkommen dessen, was man so allgemein künstliche Intelligenz nennt. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie so in deinem, auch in Schreiben lassen, ja, so ein Wechsel oder so eine Entwicklung, die dann deutlich wird, hin zur Literatur dritter Potenz, wie du das nennst. Mhm. Also dieses konnektionistische Paradigma. Wir wollen auch da erstmal wieder einsteigen, indem du uns was zeigst. Ja, dann zurück hier. Ich mache es etwas größer. So. Das war genau diese Trennung oder diese Dichotomie, die ich am Anfang genannt habe, zwischen sequenziell und konnektionistisch. Und das Sequenzielle waren eben die Regel und das Konnektionistische, ja, sind im weitesten Sinne nicht mehr klassische Algorithmen. Also das ist natürlich komplizierter, aber so kann man es, glaube ich, am besten erklären. Es meint vor allem neuronale Netze als am weitesten verbreitete Form dessen, was dann neuerdings künstliche Intelligenz genannt wird. Und im Grunde nehmen die erstmal nur komplexe statistische Verarbeitungen vor. Aber ich glaube, was dabei der Witz oder das Interessante oder das Neue ist, dass sie sich dann eben nicht mehr zurückführen lassen auf menschenlesbare Regeln. Und man kann mit ihnen dann nicht mehr auf genau dieselbe Weise Literatur machen, also eine regelbasierte Literatur, nicht ohne weiteres einfach ein Konzept ausführen lassen. Das führt dann gelegentlich dazu, dass so KI-Literatur sich irgendwie dieser KI so wie ein Orakel, wie einem Orakel ergibt. Und dann hat man fast das Gefühl, jetzt kommt irgendwie das undurchdringliche Genie wieder zurück in die Maschine. Und das ist, finde ich, problematisch. Das ist, das hat so eine Form von Selbstauslieferung, die mir nicht immer ganz geheuer ist. Aber ich glaube schon, dass man damit Literatur machen kann. Und wenn man vor allem, wenn man versucht zu verstehen, wie das geht. Ich habe ungefähr 2017, 2018 damit mal angefangen, noch bevor Halbzeug erschienen ist, und mich mit einem damals recht gängigen Typus auseinandergesetzt, von neuronalen Netzen zur Textgenerierung, dem RNN oder dem Recurrent Neural Network. Da gibt es verschiedene Implementierungen.
Das ist jetzt im Vergleich zu den gegenwärtigen Modellen geradezu primitiv. Das heißt, man kann es eigentlich ganz, ganz gut nachvollziehen, wenn auch nicht eben im Detail. Neuronale Netze können lernen, indem sie viele Beispiele einer Eingabe sehen, also deutschen Text zum Beispiel, und dann versuchen, eine ähnliche Ausgabe, eine statistisch ähnliche Ausgabe zu produzieren. Und gerade an den Stellen, wo das nicht so richtig funktioniert, wo das Ganze glitscht so ein bisschen, erkennt man dann eigentlich ganz gut, wie die Maschine vorgeht. Ich nenne das dann auch immer, oder im Buch nenne ich das sowas wie eine algorithmische Empathie, eine Einfühlung, algorithmische Einfühlung. Ich lese einen Text. Für diesen Text habe ich eine Liste deutscher Sprichwörter, die auf der Wikipedia steht und ungefähr 630 Einträge umfasst, als Trainingsdaten verwendet. Das RNN versuchte jetzt, statistisch ähnliche Ausgaben zu generieren, aber ich habe es von sagen wir, Grund auf trainiert, also ohne zu wissen, was ein Wort ist, allein auf den wahrscheinlichsten Verhältnissen von Buchstaben zu Buchstaben, von Wort zu Wort und von Teilsatz zu Teilsatz und so weiter. Der Text heißt dann recht pragmatisch 32 neue Sprichwörter. Und die lese ich jetzt vor. Schrechkeit ist alles. Armut verhinzet bloß. Geschimmer sindet nicht. Nichts, kein Alten ist gut. Die Wahrheit hat keine Zausen. Der Krähe schlauer ist ein Haus. Wo kein Sau, milt ihr einen Boden. Ein Brot auf dem Kuh nicht geschehen. Wenn nicht, so muss den Bauern singen. Schlechter Hunde gibt nicht zum Schied. Her ist kein Kreisen in der Liebe zähren. Wer mit dem Besser nicht mal ein Margen. Die Wahrheit kommt, geht, ist die Freund. Wer nicht seinen Kopf erspart, man nichts. Der Krähen ist der Schlauer, kommt besser. Was sind die Knochhopfe, sind keine Zuden, hinterm Tragen Vormand als dem Manne Freund. Ein S sind lieb, man kotet zuliebe anderen. Der Krümel ist die Mäuse nicht von dem Strauch. Ein Schwerer sind der Tod ist dem Mann auf den Augen, wer anderen schlechter die Spinnen sind der Schwanzen. Die Augen schlechter den Fleisch, immer Topf den Schnanken. Wenn der Bauer hielt, glüht, aber Weker dem anderen Brot ein Gebier. Wer nicht isst, mehr dem Bär gefallen, macht Genen, bester eischt den Himmel. Soweit das RNN. Man sieht jetzt ganz gut, es erkennt Wörter, aber eben nicht immer. Es Satzstrukturen kann es machen, aber auch nicht immer. Es hat sogar eine Art Sprichworthaftigkeit, also die Struktur oder die Gestalt eines Sprichworts. Wer X tut, ist Y zum Beispiel, aber auch sowas wie die typische Besetzung von Volksweisheiten, also halt den Bauern, den Tod, die Krähe und das Brot. Die Ausgabe ist unter anderem deshalb so mittelmäßig, wenn auch jetzt nicht ganz unlyrisch, finde ich, weil der Trainingsdatensatz eben so klein ist. Das sind nur 630 Sprichwörter, das ist sehr, sehr wenig. Und das ist dann bei den gegenwärtig besten Sprach-KIs anders. GPT-3, das ist jetzt das avancierteste, zumindest kommerziell verfügbare Modell, kann nahezu menschenähnlichen Text ausgeben. Was das heißt, darüber können wir auch noch sprechen. Und es ist oft immer Milliarden von Dokumenten trainiert. Die Probleme, die das hat, sind dann immer andere. Es geht vor allem um sowas wie, das ist die Privatisierung von Sprache, die da stattfindet. Was hat das mit der Schattenarbeit auf sich, die dann zur Erstellung dieser großen Corpora notwendig ist? Oder eben die Biases des Outputs, also dann die Tatsache, dass niemand mehr kontrollieren kann, dass sie eben nicht den Rassismus und Sexismus wiederholen, der irgendwo versteckt im Trainingsdatensatz vorhanden ist. Für das folgende Stück habe ich GPT-3 verschiedene literarische Texte fortsetzen lassen. Ich habe ihn gelegentlich neu angesetzt, aber ich habe am Output nichts verändert. Jetzt war ich erstmal drauf gefasst, irgendwelche Rassismen reproduziert zu sehen und habe deshalb den Ausgangstext wieder von Kafka genommen, nämlich Wunsch, Indianer zu werden. Der ist hier auch nochmal abgedruckt. Vom Ergebnis, was dann GPT-3 daraus gemacht hat, war ich irgendwie überrascht, denn was das geschrieben hat, war ziemlich nah an der Struktur und dem Tonfall des Originals. Und hatte doch so interessante Neuerungen dabei. Also zunächst einmal Kafka. Ich lese den einen recht langen Satz von Wunsch, Indianer zu werden. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft,
Immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Das ist der Kafka-Text. Und GPT-3 setzt jetzt fort. Wenn man doch ein Indianer wäre, der nicht auf einem Pferd durch die Luft fliegen wollte, sondern auf den schwarzen Schatten eines Adlers schwebte, der gerade auf dem Weg vorbeiflog. Schon in der Luft vorbei an den niederflatternden Adlerflügen, an den schwarzen Augen, bis man ohne Adler und ohne Adlerflügel war, auf dem nackten Himmel, und das war schon das Land vor sich, ein schlafender Himmel, in dem man vielleicht einmal untergehen würde. Wenn man doch ein Indianer wäre, der sich das Land unter den Füßen zurückholte, das Land, auf dem man nicht Fuß fasste, das Land, nach dem man auch nicht griff. Wenn man doch ein Indianer wäre, der sich mit der Hand die Augen verband, bis man nicht mehr sah, bis man nicht mehr die Hand vor den Augen sah, bis man nicht mehr die Hand sah, dass die Hand die Augen band. Wenn man doch ein Indianer wäre, der nicht blind war, der nicht sah, der nicht die Hand am Auge fühlte, der nicht den Arm am Körper spürte, der nicht die Arme fühlte. Wenn man doch ein Indianer wäre, der nicht einen Augenblick außerhalb der Augen sah, außerhalb des eigenen Gesichts, abseits von jedem Gesicht, ein Indianer, der nicht mehr bei sich war, der nicht das eigene Gesicht sah, das Gesicht der anderen, das Gesicht der fremden Gesichter, das Gesicht der Gesichter. Weil ich das Ergebnis jetzt tatsächlich faszinierend fand, habe ich es auch versucht, in einen anderen KI-Prozess einzubinden, und zwar von einer KI illustrieren zu lassen. Das ist das Bild, was man jetzt sehen kann. Das wurde gemacht von einem anderen KI-Modell namens Clip, das auf Text-Bild-Paare trainiert ist und so Texte wieder in Bilder umwandeln oder illustrieren kann. Und in diesem Fall ein Pferd ohne Pferdehals und Pferdekopf. Auch diese großen Modelle sind aber natürlich nur Taschenspielertricks, Statistics on Steroids, wie das manchmal genannt wird. Sie haben keinen Weltverständnis, sie sind trotz der Raffinesse, die dahinter steckt, dumm und können das, würde ich sagen, von der Logik eines Textes irgendwie ins Boxhorn gejagt werden. Und wenn man sich darauf einlässt, dann also keine Intelligenz von ihnen zu erwarten, sondern eben nur Muster, Mustererkennung und Reproduktion von Mustern, dann kann man das aber wieder ganz schön finden und dann können sie zu literarischen Werkzeugen werden. Und zum Abschluss lese ich jetzt einen zweiten Text aus dieser Vollendungenreihe. Der Ausgangssatz ist der erste Satz aus dem Buch Tschewengur, des von mir sehr bewunderten Andrei Platonow. Hier kann man das Bild sehen, das aus diesem Satz generiert wurde. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, wie der lautet, aber der lautet folgendermaßen: Alte Provinzstädte haben schüttere Waldränder. Und jetzt kann man darauf achten, wie die KI diesen apodiktischen Stil aufnimmt und den eisern bis ins Absurde weiterführt. GPT-3 setzt fort. Die Städte wurden aus dem Wald herausgebaut. Die neueren Städte sind vollständig aus dem Wald herausgebaut. Die neuen Städte haben einen vollständigen Baumbestand. Wälder werden immer wieder abgeholzt. Die Bäume werden von den Menschen zu einem großen Teil geschält und verbrannt. Die Bäume werden von den Menschen zu einem großen Teil zu Holzkohle verarbeitet. Die Holzkohle wird zu Beton verarbeitet. Der Beton wird zu Straßen, zu Häusern, zu Plätzen und zu Parkanlagen verarbeitet. Die Straßen, Häuser, Plätze und Parkanlagen werden nach einer Weile wieder abgebaut. Zwischen den großen Städten gibt es kleinere Städtchen. Kleine Städte liegen sehr oft in den großen Städten. Kleine Städte sind oft mehr alt als die großen Städte. Die Kleinstädte sind oft vollständig aus dem Wald herausgebaut. Die Kleinstädte haben vollständige Waldränder. Die Kleinstädte sind oft nicht groß genug, um große Städte aufzunehmen. Die Menschen in den Kleinstädten sind oft Landwirte. Die Menschen in den Kleinstädten arbeiten oft in den großen Städten. Die Menschen in den Kleinstädten arbeiten oft in den großen Städten und kommen selten in ihre Kleinstädte. Die Menschen aus den Kleinstädten kommen meistens nur zu den großen Festtagen in ihre Kleinstädte. Die Festtage in den Kleinstädten sind oft
von großer Bedeutung für viele Menschen aus den großen Städten. Die großen Städte sind immer vollständig vom Wald umgeben. Die Menschen in den großen Städten können nicht auf den Feldern leben. Die Menschen in den großen Städten können nur in der Nähe der Feldwege leben. Die Menschen in den großen Städten können nur in der Nähe der großen Straßen leben. Die Menschen in den großen Städten können nicht in der Mitte der großen Städte leben. Die Menschen in den kleinen Städten können nur in der Mitte der kleinen Städte leben. Die Menschen in den kleinen Städten können nur in der Nähe der großen Städte leben. Die Felder werden von den Menschen aufgeteilt. In jedem Feld werden kleine Bäume gepflanzt. In jedem kleinen Wald werden große Bäume gepflanzt. Die großen Bäume werden auf den Feldern gepflanzt, die kleinen Bäume werden auf den Feldern gepflanzt, die kleinen Bäume werden nicht auf den Feldern gepflanzt, die kleinen Bäume werden in den großen Bäumen gepflanzt. Die kleinen Bäume werden nach und nach zu großen Bäumen, die großen Bäume werden nach und nach zu kleinen Bäumen. Das war's. Ja, das ist großartig und es hat, als ich es gelesen habe in der Vorbereitung, ich kannte das vorher noch nicht, es hat ja faktisch einen eigenen ästhetischen Wert. Da muss man irgendwie, wie man den fasst und worin der liegt, darüber sprechen wir nochmal ein bisschen. Ich glaube, die Generierung, wenn da nachher noch Fragen zu bestehen, können wir da nochmal, glaube ich, erklärend reingehen. Aber es ist eben nicht mehr Regeln, sondern da lernt ein System auf ganz, ganz vielen Beispielen. Dann kriegt es so einen Input, wird geschubst in eine bestimmte Richtung und dann wird da irgendwas produziert und sagen, statistisch rekombiniert. Mir geht es bei diesen Texten so, also das Interessante bei den regelbasierten Texten ist, dass ich immer noch nach sowas wie Intentionalität fragen kann. Also wir haben ja alle gelernt, dass man nicht nach der Intention des Autors fragt, aber Intentionalität ist auch noch mal ein bisschen was anderes als die Intention des Autors und so. Und ich kann dann eine Regel versuchen zu verstehen und sagen, die dann konzeptionell deuten und kann mir sozusagen eine Interpretation dieses Kunstwerkes machen. Hier bei diesen Sachen ist es mir so zwischendurch kurz ganz eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil man mit dieser Frage nach der Intentionalität irgendwie in einen Abgrund schaut. Denn diese Regel ist ja nicht mehr du hast es ja schön erklärt, diese Regel ist nicht mehr produziert irgendwie oder nicht mehr intentional geschaffen, nicht mehr aufgestellt, sondern da arbeitet irgendwas. Und ich habe trotzdem so etwas wie Sinnerfahrung und so weiter und kann die nicht mehr zuschreiben. Wie geht es dir mit diesen Texten, wenn du die liest? Weil du hast ja eben auch über diese Texte, die du eigentlich nicht selbst mehr produziert hast, kaum noch auch so mit ästhetischen Werturteilen gesprochen. Also du warst überrascht, als das kam und so. Ja, aber ich glaube, die Überraschung ist eigentlich gar nicht so anders als die Überraschung, zumal dem Esprit der Regel, wie ich es genannt habe. Man arbeitet damit und es kommt was raus. Und am Ende entscheidet man sich, es zu behalten oder es wegzuschmeißen. Das ist so mal für dich die Minimaldefinition von dem, was Autorschaft ist. Auf eine Weise, ja. Dieses, doch, würde ich sagen. Das ist immer das, darauf kann man es wirklich am Ende runterbrechen, nämlich dass man die Autorität übernimmt dafür, es als Literatur in die Welt zu bringen. Und ich habe jetzt, das habe ich ja auch gesagt, diese Texte sind ja nicht in einem Mal so entstanden. Es sind im Grunde, also bei dem letzten zum Beispiel, sind es vielleicht 4 oder 5 Absätze. Und da habe ich dann gelegentlich neu angesetzt. Das kann man ja machen. Man kann ja bei GPT-3, das ist so ein Eingabefenster, er gibt dir was aus und kann sagen, nee, das gefällt mir nicht, mach das nochmal. Gib nochmal die letzten 50 Zeichen neu aus. Das habe ich gelegentlich gemacht. Also da ist schon so eine Art, eine intendierte zumindest Produktion drin. Und so würde ich das Ganze auch beschreiben. Im Grunde sind es Assistenzsysteme. Es sind Assistenzsysteme, die ja funktionieren wie die Autovervollständigung im Smartphone, aber kein eigenes Agens eigentlich haben. Oder zumindest nur zu einem bestimmten Punkt. Also ich bin sehr skeptisch, was alle
Versprechen angeht, sowas wie tatsächlich autonome künstlerische KIs zu produzieren. Das halte ich für Augenwischerei entweder oder man verschweigt die Hälfte, die dabei notwendig ist, von menschlicher Seite, um es zu produzieren. Und Du hast ich da glaube, das, ja. eine schöne Polemik, darf man sagen, kann man sagen, ja, gegen Daniel Kehlmann, auch in deinem Buch und auch separat veröffentlicht, wo du dich nochmal auch sehr prägnant irgendwie gegen sowas wie diese Idee einer starken KI, die letztlich Texte produziert, wie wir sie gewohnt sind zu lesen, gewendet, mit der Vorstellung, also die schöne Daniel Kehlmann sucht nach einer KI, die ihn ersetzen würde, nicht erweitern würde. Das war für mich gerade auch mit diesem Begriff des Assistenzsysteme dann kombiniert eine ganz, ganz erhellende Denkfigur, weil zu sagen, so was erweitert das eigentlich, wie erweitert das eigentlich unsere Verständnis, unseren Umgang mit Sprache? Also nicht dieses reproduktive Moment. Und dann, also ist das sozusagen scheint dir das die Möglichkeit, sowas wie das Computational Creativity, wie du es dann auch nennst oder übernimmst, diesen Begriff, der ist ja weit, ernst zu nehmen und auch zu erkunden? Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie mal zwei Seiten. Es gibt ja Computational Creativity, will ich ja nicht schlecht machen an sich. Es gibt ja viel, was da Interessantes passiert. Sobald es sich eben oder solange es sich auf diese Form von Assistenz beruft und auch probiert, was man machen kann. Ich glaube, das wäre eigentlich immer mein Haupteinwand. Man muss erstmal gucken, was man damit machen kann und was man dann vielleicht anderes machen kann, statt zu erwarten, dass es das ausgibt, was man immer schon gemacht hat. Das war, glaube ich, so die Grundkritik an diesem Kehlmann-Buch, was ich auch nicht weiß, warum es ein Buch geworden ist, aber gut. Ich glaube, der Knackpunkt dabei ist am Ende eben immer die Erwartung, die man an diese produzierenden Maschinen hat. Sie als AutorInnen zu verstehen, halte ich einfach schon deshalb für problematisch, weil man erstmal sagen müsste, was eigentlich überhaupt gegeben sein müsste, damit man sie als Autorin akzeptiert. Und es ist eine Binse in der KI-Entwicklung, die ja nun auch schon 70 Jahre alt ist oder 80, dass sobald eine KI etwas kann, dass es nicht dann nicht mehr zum Kriterium für Intelligenz ist. Also sobald eine Maschine Schach spielen kann, ist Schachspiel vielleicht jetzt auch nicht mehr das, was uns von Maschinen trennt. Und dann war es mal bei Go. Und das ist zumindest die letzte Grenze ist jetzt eben Kunst oder Literatur. Ich kann mir gut vorstellen, sobald GPT-3 eben mal einen Roman geschrieben hat, wird man auch sagen, naja gut, vielleicht war das jetzt eben doch nicht so ganz das. Und ich glaube, worauf das hinausläuft, ist, dass Intelligenz überhaupt nichts damit zu tun hat. Die Frage, warum oder ab wann, ab welchem Punkt man einen Computer akzeptieren würde als Autorin eines Textes, ist keine technische Frage, sondern eine soziale. Es ist eine Frage von Anerkennung als jemand oder als Autor. Und da könnte dann eigentlich auch eine total blöde Maschine Autor sein, ja, wenn man das anerkennt. Aber so weit sind wir nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das, je mehr soziale Roboter es gibt und so, dass man dann irgendwie so eine Anerkenntnis als sozialer Agent oder dass man irgendwie dazu kommt. Aber ich glaube, darum ginge es dann. Also wenn diese Leute, die sich auf so eine starke Computational Creativity einschießen, müssten eigentlich sozusagen Lobbyismus für Roboterrechte machen und sich nicht immer damit beschäftigen, dass jetzt irgendwie einer KI 6 Milliarden Kunstwerke vorgeführt werden, damit es irgendwas raus am Ende rauskommt, was so ähnlich aussieht, aber natürlich nicht auf dieselbe Weise Kunst ist. Also ich glaube, diese soziologische Seite ist ganz wichtig. Das andere ist, dass das natürlich auch ideologisch immer so eine gewisse Note hat. Also die ganzen, es Google hat ein Programm für Creativity. Wie heißt das? Google Arts und Art and Culture, genau. Und da laden sie immer KünstlerInnen ein, die was machen. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hier also ich bin in Basel, der ist in Zürich an der ETH, AI Lab leitet. Er meint, naja, im Grunde sind das immer Katalysatoren. Sobald sie, die haben auch so ein Residenzprogramm, sobald sie KünstlerInnen einladen, die dann mit Ingenieuren zusammenarbeiten, um was zu tun, wird im Grunde profitiert davon,
die Ingenieursseite viel, viel mehr als die Kunstseite. Ja, und das, ich glaube, so ist das. Es ist eine Art Benchmark. Man kann möglicherweise damit neue Teilaspekte von KI-Entwicklung irgendwie ausprobieren, damit rumspielen. Am Ende hilft es Ihnen viel mehr. Und letztlich ist es eben auch eine PR-Geschichte. Also die kunstmachende KI verkauft sich wunderbar. Und insofern bin ich da immer ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich glaube, das hilft einem Kunstverständnis nicht besonders weiter und man müsste sich vielleicht eher mit diesen sozialen Aspekten beschäftigen, die wirklich erstmal notwendig sind, um sowas wie starke künstlerische Autorschaft möglich zu machen oder anerkennen zu lassen. Ja, genau. Es spielt natürlich auch so mit so Urängsten, mit diese große Kränkung des Menschen irgendwie, Dinge, nicht die Krone zu sein und dann sowas. Ich finde es ja, also meine Erfahrung auch mit dem ersten Beispiel nochmal, dass du mit diesen Sprichwörtern, wurde ja auch schön, genau das, was war mir auch so aufgefallen, dass immer so Gestaltimitationen erfolgen, also dieser Gestus. Und wenn man den gelesen hört, kommt das ja auch nochmal rein, also dieser typische Duktus des Sprichworts, so was Abschließendes hat und so weiter und so ein bisschen etwas Antithetisches und so weiter. Und gleichzeitig merkt man doch gerade bei diesen auch einfacheren Modellen auf geringen Trainingsdaten, die operieren, irgendwie wie wahrscheinlich oder aber auch wie unwahrscheinlich dann sowas wie Sinn ist, Sinnerzeugung. Also da sind so Worte, wo nur zwei, drei Buchstaben verschoben sind und plötzlich bricht es irgendwie zusammen. So, und ich finde es irgendwie immer auch, irgendwie sind es auch immer so Meditationen in Sprachverwendung, so kleine, die man darüber irgendwie, oder die man daran üben kann. Mhm. Dieses Prozessieren und dieses, genau, du hast es ja genannt, diese Glitches, die dann entstehen. Ja, ich würde sogar sagen, man kann eigentlich sagen, dass Lyrik oder Literatur ist eine Art gekoppeltes System. Also gerade wenn das so funktioniert, wenn man sich diese Sprichwörter anguckt, die Semiose, also das Sinnmachen von diesem Ganzen, funktioniert immer in der Interaktion zwischen Rezipienten und dem Text. Und gerade wenn man weiß, dass das ist ja, dieses RNN ist ja kein komplexes Sprachmodell. Es hat ja zum Beispiel, es hat überhaupt keine Unterscheidung zwischen Wortarten. Ja, und es versucht auch nicht irgendwelche Referenzen herzustellen, sondern es ist die reine Statistik der aufeinanderfolgenden Wahrscheinlichkeiten, aufeinanderfolgenden Zeichen. Und es ist eine etwas bessere Markov-Kette. Und dass trotzdem sowas rauskommt wie, sag mal, Sinn, Andeutungen, das ist allein auf unserer Seite zu suchen. Das ist nichts, was im System ist. Und insofern ist diese Interaktion, also im Grunde ist es immer auch eine Selbstbeobachtung. Mhm. Sobald du sowas anguckst und da klingelt irgendwas, ne, das liegt aber hauptsächlich an dir. Es liegt sicherlich auch an sag mal, Datenverteilungen in Sprache und Mustern, die es ja gibt. Aber Sinn darin zu suchen, ist eine Sache von Selbstbespiegelung eigentlich. Was ich sehr schön fand, wir haben mit Gregor zusammen habe ich eine Sache gemacht, dieses poetische Denken. Du hattest gerade den Ankottenband hochgehalten. Da haben wir im Grunde so etwas Ähnliches gemacht. Wir haben alle Gedichte von verschiedenen LyrikerInnen, also Ankotten, Monika Rink, Steffen Popp und Jan Wagner, genommen und ein neues Buch in ihrem Namen gemacht. Und die sind alle ziemlich schlecht, die Gedichte. Also nicht als Gedichte, sondern als Sprache. Sie sind sehr glitchy. Das liegt daran, dass wir den Prozess irgendwann abgebrochen haben, einfach weil es irgendwie interessanter ist, diese kaputten Texte zu lesen, finde ich. Und Monika Rink hat letzten Monat eine Poetikvorlesung gehalten, ich glaube in Aargau, wo sie ihr Buch gelesen hat. Das fand ich ganz fantastisch. Also sie hat sich wirklich nochmal darauf eingelassen und hat genau diese Figur nochmal stark gemacht. Man liest etwas, man liest Sinn hinein und in ihrem Fall liest sie natürlich auch sich selbst. Sie liest sozusagen den Datensatz Monika Rink, der da reingeflossen ist. Ist irgendwo online auf Vimeo oder sowas. Also kann ich sehr empfehlen. Es ist total interessant, was sie daraus macht. Und es ist ja immer, genau, in dieser Beobachtung, das finde ich eine schöne Sache, man erfährt natürlich relativ viel über sich eigentlich, wenn man über seine eigenen Sinnbildungsprozesse und dann aber auch wieder über was sind die Signale, auf die man reagiert und wann ist etwas, wann ist das Rauschen zu groß oder wann, als dass ich noch Signale daraus produzieren kann. Und das ist irgendwie
ein spannender, ich meine, da gibt es auch andere Experimente, ne? Wir kennen alle diese Texte, die geschrieben sind, wo ganz viele Buchstaben ausgetauscht sind und dann sagst, kannst du das noch lesen? Ja, du kannst es noch lesen. Wie klug ist eigentlich der Mensch? Aber dadurch, dass eben hier noch so eine maschinelle, komputationelle Transformation, so eine statistische Verteilung dahinter ist, ist das sehr spannend. Nun hast du, und wir gehen mal so ein bisschen, wenn ich auf die Uhr schaue, auf die Zielgerade, das heißt, ich bitte auch das Publikum, sich zu wappnen, wenn jemand von Ihnen, von euch gleich Fragen stellen möchte, dann entweder schon mal vortippen im Chat oder gleich die Hand heben oder einfach sich unmuten und eine Frage stellen. Ich will aber auch noch auf einen Punkt, der jetzt zum Ende mit ins Spiel kam, auch in deinem Buch und Schreiben lassen eine Rolle spielt, nämlich der Medienwechsel oder die Medienintermedialität, Medieninterferenzen. Also dass dann auf einmal wieder ein generierter Text zu einem Bildimpuls wird. Du hast andere Beispiele, wo du Bilddateien, muss man sagen, als Text begreifst. Es gibt auch von Kenneth Goldsmith kenne ich so Sachen, wo er dann auch Bilder manipuliert, den Text von Bildern, Code letztlich manipuliert und so weiter. Das scheint mir eine Sache, die ist das the next big thing irgendwie, diese Sache? Oder sind das Sachen, an denen du gerade intensiver dran bist, weil das im Edit ja, glaube ich, auch aus dem letzten Jahr ist? Ich verstehe die gar nicht. Du beschreibst das einmal, was wir gerade gesehen haben, dieses Pferd zum Beispiel, und das andere sind, wenn man eine Bilddatei, eine JPEG-Datei öffnet und drin rumschreibt in einem Texteditor, ergeben sich sehr interessante Glitches. Das kennt man, glaube ich, auch so diese Ästhetik der Glitchart. Für mich hat das miteinander eigentlich nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Mhm. Und zwar deshalb, weil im letzteren Fall bei diesen Glitch-Geschichten ging es mir immer darum, sozusagen das Digitale als mal Textlichkeit zu begreifen. Also als etwas, in dem alles Text ist und auf eine ganz wortwörtliche Ebene, also dass eine Bilddatei natürlich auch textlich kodiert ist oder dass der Code selbst alphanumerische Zeichen sind. Ob es Sprache ist, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall Text. Und da ist im Grunde das ist quasi kein Medienwechsel, oder es ist nur der Medienwechsel der Ausgabe. Es ist der Medienwechsel der Ausleseregel, die dann daraus ein Bild macht, statt einen Text oder einen Ton. Und das war so dieser, würde ich sagen, ist für mich das Interessante an diesem älteren Paradigma, also dass man alles über Text manipulieren kann. Und dass da im Grunde der Medienunterschied gar nicht mehr so eine Rolle spielt oder eben nur auf diesem letzten Schritt. Bei diesen textgenerierten Geschichten, da interessiert mich, glaube ich, was anderes. Da interessiert mich wirklich, wie so eine Art Verschränkung von Text und Bild in einer KI wie Clip funktioniert. Also die funktioniert so, dass sie Texte und Bilder einander zuordnet und in der Zuordnung ein Modell schafft, das dann auf einen, sagen wir mal, Text, wo die Zuordnung fehlt, die Zuordnung erst herstellt und das Bild ausgibt. Das ist was anderes und ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was es ist. Aber im Augenblick passiert das extrem. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, gestern oder vorgestern hat OpenAI, diese KI-Firma da, ein Modell herausgebracht, DALL-E 2, das quasi fotorealistische Bilder auf Texteingaben hin produziert. Also du schreibst, Mann sitzt am Strand, trinkt Bier auf dem Fahrrad, während im Hintergrund ein Tornado oder sowas. Und der macht das dann. Was ist wirklich, also man muss sich das mal angucken, es ist irre. Ich glaube, was dabei interessant ist, dass sich dort auf eine andere Weise wieder die Text-Bild-Differenz einebnet. Ich habe mir da mal ein Paper angeguckt, wo es darum geht, dass letztlich dasselbe Neuron sozusagen in diesem KI-Modell anspringt, wenn man ihm den Begriff oder das Bild zuführt. Es gibt sozusagen ein Neuron, das auf das Wort, weiß ich nicht, Schreibtisch anspringt und auf ein Foto von einem Schreibtisch, das genau dann gleichzeitig aktiviert wird. Und das ist eine,
Das ist eine Renaissance-Sprachtheorie oder das ist eine Sprachtheorie der frühen Neuzeit im Grunde, die sowas wie eine Sprache des Geistes voraussetzt, die sich anderweitig ausspricht. Also bei Locke gibt es das zum Beispiel. Das finde ich, also da muss ich einfach noch mehr zu lesen, um das genauer zu verstehen. Aber das sind, glaube ich, andere Sachen, ja. Also es juckt ja in den Fingern sozusagen die großen Romane der Weltliteratur dann in so eine Serie von fotorealistischen Bildern zu übersetzen und Ja. das Daumenkino irgendwie, James Joyce Ulysses irgendwie als eine Fotoserie. Ja, mal Das wäre schauen. ein Also Konzept, das, ja. was sagst du? Das wäre ein Konzept zum Das ist Beispiel. Ich ein würde Konzept, genau. 700 Seiten machen damit. Ja, also mal sehen, was da noch kommt. Das ist spannend und genau, fingen an im Vorgespräch mit der, die Entwicklung ist so irre schnell, was so solche Modelle angeht und beschleunigt sich so. Da ist noch viel zu erwarten und wir haben jetzt so einen Schnelldurchgang, auch mit kurzen Blicken zurück in die Tradition. Die kann man natürlich ganz wunderbar auch im deutschen Literaturarchiv beziehungsweise in den Museen in Marbach sehen mit dem Poesieautomaten oder mit Theo Lutz und so weiter. Kann man das studieren. Der Toni Bernhard arbeitet da ja auch ganz intensiv zu, womit der Bogen zurückgeschlagen ist zu dem Ort, an dem wir beide nicht sind, aber von dem diese Veranstaltung, dieses Gespräch seinen Ausgang nimmt. Und damit sind wir auch beim Publikum. Wenn jetzt noch Rückmeldungen, Fragen, vertiefte Erkenntnisinteressen bestehen, dann bitte melden Sie sich, meldet ihr euch zu Wort. Warten einen Augenblick, ich kann gar nicht alle sehen, das muss sich ändern. Wenn nichts kommt. Vielleicht darf ich mit einer sehr simplen Frage anfangen. Sie haben ja jetzt den Bogen wieder zurückgeschlagen zur Tradition. Theo Lutz habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, der aber in der Ausstellung auch gezeigt wird, also seine stochastischen Texte. Also Sie stehen in der Tradition, entwickeln die weiter, aber was war denn bei Ihnen am Anfang? Also wie kommt man dazu, nicht zu schreiben, sondern schreiben zu lassen, um ihre eigenen Worte aufzugreifen? Ja, ich glaube, diese Tradition habe ich mir erst hinterher überhaupt erst erschlossen. Das war so eine hobbymäßige Programmieradresse auf der einen Seite. Also ich bin kein besonders guter Programmierer, aber ich habe immer so ein bisschen rumgecodet. Und auf der anderen Seite tatsächlich ein Moment, in dem ich irgendwie auf diese andere, konventionelle Art des Schreibens nicht mehr so richtig Lust hatte oder es nicht mehr so richtig funktioniert hat. Also ich habe eine Weile mal klassisch erzählende Texte geschrieben und hatte dann irgendwann, ich hatte ein Buch veröffentlicht, das war nicht besonders gut und war dann irgendwie etwas unzufrieden damit und habe auch tatsächlich, Assistenzsystem gegriffen. ja, oder das war, oder ich würde eher sagen, das war eine Therapie. Also es war der Versuch, da rauszukommen aus dem, was ich irgendwie als ja, nicht sehr befriedigend empfand. Das ist natürlich eine rein subjektive Erklärung. Aber von da, das, was ich dann gemacht habe, ist, das steht auf meiner Webseite, ist, was ich den Automaten, Gedichtautomaten nenne, der tatsächlich einfach nur eine Randomisierfunktion ist von Eingabetexten. Und das dann wieder als, ja, wenn man sagen würde, als etwas, an dem man wieder rumarbeiten konnte. Also er gibt etwas aus, daran kann man dann wieder rumschnitzen. Und ich glaube, das ist vielleicht das. Also, dass man dann Text plötzlich wieder als etwas begreift, was Material ist, was vor einem ist, statt dass irgendwie aus einem rauskommen muss. Das ist ja genau auch diese Distanzierung. Und für mich erstmal hatte das tatsächlich was, ja, Therapeutisches. Du bist, ja. Wie stark ist dabei dieses Handwerkliche, dieses Ingenieurshafte, das ich auch kenne, sozusagen, wenn man dann irgendwie
das nicht Programmieren nennen, aber irgendwie Coden, dass es funktioniert, dass man sich sozusagen eine Regel vorgenommen hat, die ja implementiert werden muss im Code, irgendwie umgesetzt werden muss. Ist das, also, und das ist ja sozusagen schon etwas Befriedigendes, etwas gebaut zu haben, sozusagen. Es gibt irgendwie diese Idee auch in den Digital Humanities, dass es irgendwie einerseits natürlich um Erkenntnispraktiken gibt, wie wir sie üblicherweise kennen, aber dass die eben auch so ein bisschen zur Seite treten vor so einem Moment des Buildings irgendwie. Ja, obwohl ich da immer sagen würde, das Building ist eigentlich erst dann abgeschlossen, wenn der Text, der rauskommt, irgendwie gut ist. Und das ist natürlich wieder eine völlig subjektive Einschätzung. Mhm. Also es gibt so viele Sachen, die ich nicht veröffentlicht habe, weil sie einfach Mist sind, würde ich sagen. Also und ja, diese Form von Urteil, da würde ich sagen, das meine ich ja auch, musst mir vielleicht nochmal sagen, was dein Einspruch dagegen ist, ist dieses Minimum von Autorschaft. Ja, also zu sagen, okay, dieser Text jetzt, der kann veröffentlicht werden, weil irgendetwas damit passiert, was ich im weitesten Sinne ästhetisch befriedigend finde. Und sei es auch nur das Spiel zwischen dem Konzept und dem Text. Ja, es muss ja noch nicht mal der Text selbst sein, es kann ja irgendeine Interaktion zwischen beiden geben. Ich finde das total überzeugend. Also am Ende ist der Autor derjenige, der oder die Autorin diejenige, die darüber entscheidet, ob etwas in den Papierkorb oder in die Druckerei geht. So, das ist sozusagen der letzte Akte von Autorschaft. Ja, oder man kann es vielleicht noch abstrakter sagen, es ist diese Geste. Und das macht dann, das war ja, glaube ich, auch das, was ich an dieser ganzen konzeptuellen Literatur so interessant finde, dass sie im Grunde die Duchamp in die Literatur holt. Also im Grunde diese deiktische Geste, man zeigt auf etwas und sagt Literatur, als das Minimum von Literatur zu betrachten, leuchtet mir einfach sehr ein. Ja. Gibt es Erkenntnisinteresse? Ja, die Lan. Ich lasse meine Kamera mal aus, weil ich möchte nicht gefilmt werden. Herr Bajor, ich habe eine vielleicht ein bisschen dämliche Frage, aber wir haben hier in Marbach ein Projekt mit Psychologinnen aus Tübingen und wir untersuchen ein bisschen, wie Menschen KI-Texte lesen und ob sie es erkennen, ob das KI ist oder nicht. Und sie haben, ich habe sie jetzt erst während Corona kennengelernt, aber sie haben ja davor auch Lesungen gemacht mit richtigem Live-Publikum, nicht? Haben Sie da irgendwie eine Erfahrung gemacht, wie das aufgenommen wird? Also hören Ihnen die Leute zu, wie wenn sie einen eigenen Text vortragen oder melden sich dann, also gibt es irgendwie eine Rückmeldung aus dem Live-Publikum oder so etwas? Weil es ist ja schon etwas anderes, wenn man weiß, die lesen etwas vor, was ein Computer geschrieben hat oder was selber. Sie haben ja auch ein anderes Buch geschrieben, das kenne ich gar nicht, das wusste ich auch nicht. Dass Sie auch selbst Bücher geschrieben haben. Haben Sie keine Lesung gemacht? Doch, ich hab viele davon gemacht. Ich glaube, dass man es wissen muss, finde ich ganz wichtig. Also ich mache es ja auch so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich mache immer diesen Vortrag dazu und ich erkläre, wie es funktioniert. Ich hätte kein Interesse daran, die Texte vorzulesen, ohne zu sagen, dass die irgendwie automatisiert hergestellt sind. Das halte ich auch für die falsche Frage. Das halte ich für die falsche Frage aus dem Grund, was ich vorhin meinte, dass man, oder anders gesagt, zu gucken, wie Leute auf computergenerierte Texte reagieren, ohne ihnen zu sagen, dass sie computergeneriert sind, ist in meinen Augen einigermaßen witzlos. Denn es wiederholt im Grunde den Turing-Test. Und der Turing-Test, ja, also das Imitation Game, der im Grunde sagt, sobald Menschen nicht mehr angeben können, ob ein in diesem Fall geschriebener Text von einem Menschen ist oder von einer Maschine, kann man eigentlich sagen, dass so etwas wie Intelligenz erreicht wird, basiert auf Täuschung. Das ist die ganze Idee. Intelligenz, da wir Intelligenz nicht formulieren oder sagen wir mal, operationalisieren können, soll sie einfach nur dann vorhanden sein, wenn diese Täuschung perfekt ist. Und ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Also nicht, weil es irgendwie unmoralisch wäre, sondern weil es vielleicht den Aspekt von Literatur wegnimmt, also wenn wir jetzt über Literatur reden,
der eben ganz nach Duchamp so wichtig ist, nämlich diese Anerkennung, dass etwas Literatur ist. Und da ist es dann auch irgendwie, dann frage ich mich, was gewonnen ist, wenn man Täuschungen vornimmt, statt sich auf diese Anerkennungsgeste selbst zu konzentrieren. Und es gibt die Alternative zum Turing-Test von Susan Leigh Starr, hat den genannt, den Durkheim-Test, also nach Emil Durkheim, nämlich der Test, der herausfindet, ob Computer selbst oder KI selbst als soziale Agenten angenommen werden. Und das ist genau das, was ich meinte. Da ist es dann eigentlich Wurst, ob das Intelligenz ist oder nicht. Aber sobald sie Teil dieser Gesten, dieses Zeigens werden können, selbst zeigen können, dann wäre so etwas wie eine literarische KI gegeben. Bloße Täuschung finde ich eigentlich uninteressant. Das wäre so meine Antwort darauf. Nochmal auf den Unterschied zu, ja, also genau, die, und deshalb sage ich bei Lesungen immer, wie es gemacht wird. Also ich tue nie so, als hätte ich jetzt einen Text geschrieben, der irgendwie durch einen Umweg entstanden ist, weil man das wissen muss, um mit diesen Texten umzugehen. Oder um sie vielleicht auch in ihrer, ich sag mal, Gänze irgendwie verstehen zu können. Ich habe nicht vor, so einen Turing-Aufbau nachzuahmen. Die gucken ja in unserem Projekt tatsächlich beides an. Also einmal wissen die Personen, was das für Texte sind, und einmal lassen wir sie im Dunkeln. Aber danke. Es war jetzt keine Kritik an dem Projekt, aber das ist, ich meine, für mich ist das, finde ich, diese soziale Geschichte, glaube ich, interessanter. Dankeschön. Braucht man andere Bewertungskriterien für, ja, es knüpft wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Frage an, die Dietan gerade gestellt hat, brauchen wir andere Bewertungskriterien für vom Menschen und mit Assistenzsystemen gemachter Literatur? Da würde ich auch drauf ankommen, das würde immer darauf ankommen, welche Kriterien es denn überhaupt gibt. Idealerweise, ich meine, man bewegt sich immer nach Tradition, man hat immer bestimmte, möglicherweise unbefragte Kriterien dafür, was ein guter Text ist oder vielleicht auch, was ein literarischer Text ist, aber ich glaube, in guter Literatur oder im Ideal von Literatur sind diese Kriterien immer Teil der Literatur selbst oder die Reflexion auf diese Kriterien. Und man kann es ja trotzdem lesen. Also man versteht es ja trotzdem als Literatur, vielleicht mit dieser extra Geste, die ein bisschen expliziter sein muss. Aber irgendwie klappt es ja, bilde ich mir ein. Ja, und tatsächlich ist ja in vielerlei Hinsicht auch ganz konventionell. Also es geht dann ja auch um sowas wie Originalität. Also Edit würde jetzt wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe nicht nochmal Kafkas sowas bringen oder sowas. Also das ist ein Kriterium oder so. Und aber auch sowas wie ästhetische Erfahrung, also die Möglichkeit, ästhetische Erfahrungen zu machen oder sowas. Wahrscheinlich sind die, es ist gar nicht so sehr die Kriterien oder die Kategorien, aber die Maßstäbe sind ein bisschen anders. Ne? Also ich glaube, das ist auch dieses so, dass man es an anderen Maßstäben misst. Aber das muss man natürlich auch mit realistischer Prosa und experimenteller, avantgardistischer Lyrik machen. Ne? Also ich finde das ganz interessant, auch sich anzuschauen, wo ist es denn einfach, wo funktioniert es denn eigentlich auch so, wie Literatur oder ästhetische Artefakte immer funktionieren. Wir haben jetzt eine Frage, da muss ich mich ein bisschen an den Rechner lehnen, um die Frage vorlesen zu können, von Melanie Seltmann. Eine vielleicht etwas provokante Frage: Wenn das Wesentliche des Autors das Deiktische ist, was ist dann der Unterschied zwischen Autoren und Reviewerin beziehungsweise einem Editorial Board, oder man könnte wahrscheinlich auch einen Lektor oder sowas irgendwie mit reinnehmen? Ja, ich glaube, die verschwindet natürlich. Ich meine, man kann sagen, das Editorial Board gibt sozusagen nicht den Auftrag in jedem Detail, sondern wartet darauf, was so herkommt. Und der Aufbau der Textmaschine liegt sozusagen nicht in ihrem Aufgabenbereich. Aber letztendlich kann man alles zusammenfassen und sagen, das ist eine kuratorische Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch richtig. Also dieser Unterschied verschwindet in sowas.
Natürlich gibt es Eingriffe und was ich sekundäre Autorschaft genannt habe. Also es verschiebt sich nach hinten. Autorschaft ist dann die Formulierung der Regeln, die den Text hervorbringt, statt den Text direkt hervorzubringen. Oder in der KI ist es die Auswahl des Datensatzes, mit dem die KI trainiert wird, die Regel macht, die den Text hervorbringt. Und das so verschiebt es sich immer weiter nach hinten. Aber ich glaube, im Grunde, wie gesagt, das ist wieder Duchamp, das ist das, was vielleicht dann eben nicht mehr, sagen wir mal, klassische oder konventionelle Literatur ist. Ein anderer Punkt wäre vielleicht auch sowas, dass es in dieser Form von Literatur immer mindestens zwei Texte gibt. Und zwar wesentlich zwei Texte. Ich meine, jedes Buch hat einen Paratext. Über den wird normalerweise nicht gesprochen. Es gibt Texte, die damit spielen, ja, also die etwas als Roman bezeichnen, was keiner ist oder anderweitig. Aber hier gibt es irgendwie immer zwei Texte, zwischen denen man pendeln muss, um das literarische Werk irgendwie als Ganzes zu verstehen. Also das, was geschrieben ist, möglicherweise das Konzept oder, wenn man ihn hat, den Code. Veröffentlichst du eigentlich deinen Code auch? Nee, das interessiert mich auch nicht so. Also man kann die Sachen verschieden realisieren. Ich glaube, es gibt Leute, denen das viel, viel wichtiger ist und die sich auch viel mehr als mal Programmierende verstehen. Mir ist es egal, wie das funktioniert. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Die Sachen sind auch nicht sehr schön, die ich schreibe. Aber jetzt jemand wie Nick Montfort zum Beispiel, hat ja auch so, da ist der ästhetische Anspruch ja bis in die Art des Code, wie der Code geschrieben ist, ausgeweitet. Das gibt es auch. Und dann gibt es eben noch eine andere Tradition, die eher so in diese Code-Poetry-Richtung geht, wo möglicherweise der Code selbst das Werk ist. Ich schaue noch mal in die Runde. Wir geben noch mal die Möglichkeit. Ansonsten haben wir das Fernsehfilmformat auch gleich den Fernsehfilm oder Vorlesungslänge auch erreicht. Ja, wunderbar. und dann würde ich noch mal ganz herzlich Danke sagen für dieses erhellende, anregende und auch mit ästhetischen Erfahrungen aufwartende Gespräch und die Lesung. Und noch einmal an unsere Gastgeberin zurück übergeben. Danke dir, Hannes, und danke Vera Hildenbrand und Marbach, dass wir hier zu Gast sein durften. Ja, danke schön. Marbach sagt natürlich auch Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, das unglaublich viele Denkanstöße gegeben hat. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben gerade schon das Fernsehformat angesprochen. Vielleicht darf ich auch mit einem Cliffhanger enden. Oder vielmehr mit einem Ausblick. Wir setzen unsere Zoom-Reihe schon in der kommenden Woche fort. Am 12.04., also kommenden Dienstag um 19 Uhr, wird die Literaturwissenschaftlerin Petra McGillen mit Clemens Setz sprechen. Und die beiden werden sich darüber unterhalten, warum und wie man Zeichen und Codes erfindet oder fälscht. Und dazu laden wir natürlich auch herzlich ein und freuen uns, wenn Sie dazukommen, und sagen bis dahin auf Wiedersehen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend hier von der Schillerhöhe in Marbach. Dankeschön und tschüss. Tschüss, schönen Abend. Wiedersehen. Ciao.